Welche Impfstoffe stehen für Kinder zur Verfügung? Momentan steht für Kinder und Jugendliche nur BioNTech zur Verfügung. Dabei bekommen die 12- bis 17-Jährigen die Erwachsenendosis und die 5- bis 11-Jährigen, die sollen dann ein Drittel der Erwachsenendosis bekommen. Bei den anderen Impfstoffen wird geforscht, auch für die Kinder und Jugendlichen, aber da gibt es von der EMA noch keine Zulassung für die ganz Kleinen. Was sind die Nebenwirkungen für 5- bis 11-Jährige? Wirklich schwere Nebenwirkungen sind bei den 5- bis 11-Jährigen in der Zulassungsstudie gar nicht aufgetreten. Wohl mal in seltenen Fällen hohes Fieber, das ist aber dann auch relativ schnell wieder zurückgegangen. Generell sind Impfreaktionen wie Fieber, Kopf- und Gliederschmerzen und auch Schmerzen an der Einstichstelle bei Kindern etwas häufiger aufgetreten als bei Erwachsenen. Generell muss man aber sagen, dass die Infektion das höhere Risiko gegenüber der Impfung ist. Seit Beginn der Pandemie wurden mehr als 2100 Kinder und Jugendliche wegen Corona in einem Krankenhaus behandelt. Etwa 100 von ihnen auf der Intensivstation. Die meisten sind 4 Jahre alt oder jünger gewesen. Bei den 5- bis 11-Jährigen liegt der Anteil bei 16%, bei den 12- bis 19-Jährigen 26%. Ab wann und wo kann ich mein Kind impfen lassen? Ab kommender Woche kann man sein Kind dann vornehmlich beim Kinderarzt impfen lassen. Das ist auch der beste Weg, weil der Kinderarzt das Kind natürlich gut kennt und weiß eventuell über Allergien, über Vorerkrankungen oder so Bescheid und kann die Eltern dann eben auch gut beraten. Es soll aber zusätzlich dann auch kommunale Impfangebote geben, wo man das Kind dann auch impfen lassen kann.